So, liebe Leute, ich verlinke noch mal unten die Videos zum Thema. Hi, liebe Leute, ja, ich bin's mal wieder und heute wieder ein Fahrtechnik-Video hier auf BikenTV. Und zwar das größte Fahrtechnik-Missverständnis. Wenn man es jetzt mal genauer nimmt, sind es mehrere Missverständnisse. Und ja, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich das so ein bisschen reißerisch jetzt formuliere. Es gibt noch ein, zwei auch sehr große Fahrtechnik-Missverständnisse. Aber das ist eins, das ist so dominant und deswegen kann man das auch guten Gewissens so nennen. Und das habe ich vor allem nach meinem letzten Video zum Thema Gewicht am Lenker nochmal in den Kommentaren gemerkt, dass da die Missverständnisse immer noch da sind. Trotzdem nochmal der Hinweis, es gibt nicht immer nur richtig und falsch, es gibt auch Zwischenbereiche und es gibt auch nicht immer die eine Position und dann die andere, sondern es gibt auch immer diese Zwischenbereiche, also muss man da ganz entspannt sein. Aber es gibt biomechanische Zusammenhänge, es gibt ergonomische und physikalische Zusammenhänge, wo man genau was erklären kann. Und was ich oft in meinen Videos schon gesagt habe, wenn man Fahrer beobachtet, die komplett ohne Fahrtechnikkurse oder Hintergrundwissen alles gelernt haben, Kinder, Jugendliche, Profifahrer später, dann kann man auch beobachten, was machen die, was funktioniert am besten, ohne diese ganze Theorie. Und dann wird man wieder das schön sehen können, was biomechanisch und so abläuft. Also hier ein paar Tipps, Thema Missverständnisse für steil bergabfahren. Ich mache es vor, der Sattel geht unter mir nach vorne, es ist steil und meine Arme werden zwischenzeitlich länger. Also, das Thema kennen alle, die schon länger dabei sind. Früher war immer so der Tipp, wenn du jetzt irgendwo steil Abfahrt kommst, also geht eher so gemäßigt und dann kippt es richtig steil ab, dass man dann angepasst sich nach hinten bewegen soll, den Körperschwerpunkt hinter den Sattel. Und ja, damit man das ausgleichen kann. Dann hat man halt festgestellt in der Fahrtechniktrainer-Szene, dass manche Leute, oder viele sogar, auch ein bisschen bedingt, wie die Bikes aussahen, mit hohem Sattel und langem Vorbau und so, die fuhren schon mit ganz geraden Armen kurz vor der Stelle. Und wenn dann die Stelle kam, dann wurden die so mitgerissen und wurden so ein bisschen zum Passagier und waren nicht mehr aktiv. Genau, und dann kam der Gedanke, wir müssen den Leuten beibringen, dass sie zentral über dem Tretlager stehen bleiben wollen, dass sie nicht mehr so weit nach hinten gehen. Und dann war dieses Missverständnis mit dem nach hinten gehen, wo dann ersetzt durch das neue Missverständnis, man darf nur zentral bleiben und manche dachten dann, man darf nicht mehr die Arme gerade werden lassen, man darf nicht mehr hinter den Sattel gehen oder der Sattel darf nicht vor einen. Dann kamen direkt die nächsten Missverständnisse. Ich möchte euch jetzt die Hintergründe liefern, damit ihr das genau versteht. Also, damit ihr dann nicht denkt, alte Leier, ich bring's jetzt nochmal in den gesamten Kontext, wie gesagt, das erste Missverständnis war, man muss hinter den Sattel gehen und wenn man das vor der Steilstufe schon macht, dann wird man halt mit geraden Armen vorher so sein und wird mitgerissen und wird Passagier, kann nichts mehr, diesen Übergang von flach zu steil nicht mehr ausgleichen, genau. Und das Missverständnis, was danach kommt, man darf nur zentral bleiben, was natürlich eigentlich stimmt, man soll zentral über dem Tretlager stehen, aber das heißt nicht, dass der Sattel nicht nach vorne darf und nicht, dass die Arme nicht lang werden dürfen. Jetzt kommt nämlich im Prinzip, das habe ich aus dem Englischsprachigen einfach so übersetzt, das ist die Körper-Bike-Trennung. Und da geht es darum, wenn dein Rad zum Beispiel jetzt, wir sind immer noch beim Thema Missverständnisse für Steilabfahrten und dann kommt auch das Thema mit dem Gewicht am Lenker und so. Wenn dein Rad so steht und es kippt jetzt in die Steilheit ab, dann kann der Sattel schön unter dir nach vorne wandern. Das ist wichtig, weil das Bike ist dann quasi von dir getrennt, du lässt es runter, es passt sich an die Steilheit an und der Sattel wandert nach vorne und dann werden die Arme ein bisschen länger. Manchmal werden sie ganz lang, manchmal nur ein bisschen, das variiert halt, da gibt es kein Schwarz oder Weiß, je nachdem wie die Passage halt ist oder wie hoch die Kante ist, wenn du noch eine richtige Kante drin hast. Genau, und dann wandert der Sattel auch nach vorne und wenn du dich dann noch klein machst und gehst in die Beuge, dann sehen viele, die sich nicht so damit beschäftigt haben, denken, oh, jetzt ist aber ganz weit hinten, weil die Arme sind gerade und die Beine sind gebeugt, weil der Reifen, der kommt einem immer näher zum Popo dann. Immer näher, weil das Rad hier immer mehr steil geht. Wenn meine Hand jetzt mein Gesäß ist, kommt er immer näher. Und das verwechseln viele, die dann sagen, ey, du bist zu weit hinten. Genau, und das sind dann diese Missverständnisse. Ich will euch jetzt ein paar Stellen zeigen, wo man das mal gut demonstrieren kann. Ich komme hier gerade einen sehr technischen Trail runter mit vielen Stufen und Steinen. Und das Rad steht jetzt schon in der Steilheit. Ich bin selber gebeugt, deswegen ist mein Po hinterm Sattel. Ihr seht das? Das Rad ist in der Neigung. Ich stehe nicht mehr in der Ebene. So wäre in der Ebene. Und je steiler es wird, ich mache mich klein, dann wandert das Rad,
der Sattel unter mir nach vorne. Seht ihr hier. Sorry, mit dem E-Bike ein bisschen schwer, das anzuheben. Genau. Und dann, wenn das Rad runter will in die Steilheit, dann muss ich es ja auch gerade lassen. Und dann werden meine Arme länger. Ich zeige euch das jetzt hier wieder, wie es aussieht und wie das Missverständnis entstanden ist. Weil viele dann sagen, hey, du bist zu weit hinterm Sattel. Das möchte ich gleich auch mal zeigen, wie das aussieht. Also, jetzt seht ihr vielleicht ein bisschen die Steilheit. Im Video sieht ihr mal alles flach aus. Ich mache es jetzt nochmal vor. Und zwar, jetzt gehe ich wirklich zu weit nach hinten. Dass ihr den Unterschied seht. Natürlich ist es gut, wenn du das Rad nach vorne lässt, werden die Arme auch mal gerader. Zwischenzeitlich, du kannst alles, du hast trotzdem genug Kontrolle und das ist gar kein Problem. Das Missverständnis wäre, dass man die ganze Zeit so bleiben muss. Man muss sein Rad unter sich machen lassen können. Und ich mache es mal bewusst vor, dass ich zu weit hinten hänge, dass ihr den Unterschied seht. Damit nehme ich Passagier. Und dann funktioniert auch die Körper-Bike-Trennung nicht, sondern mein Fahrrad will dann runter und nimmt mich mit. Ich kann den Cut machen. Also, ich bin jetzt aus Prinzip die ganze Zeit zu weit hinten. Das heißt, ich kann nicht mehr reagieren, werde überall... Boah, also in den Trails ist es echt schon unangenehm, so zu fahren, wenn man schon vor den eigentlichen Stellen, wo steil und verbockt wird, die Arme gerade hat und hinten hängt. Man spürt das in den Fingern. Dann hat man hier so einen leichten Zug im Lenker und dann ist man zu weit hinten. Das ist für manche in Videos so kaum zu erkennbar. Die denken dann, wenn der Sattel nach vorne geht und das Bike geht in Steile, jemand lässt das Rad machen, dann sagen die, hey, der ist hinterm Sattel, der ist zu weit hinten. Das wäre einer der großen Missverständnisse in dem Bereich. Also, das nächste Stück, sorry, dass ich so laut rede, mein Funkmikro ist jetzt schon angekommen, das Paket, ich muss es noch installieren. Deswegen bin ich etwas lauter und zwar steiles Stück, was hier nach der Stufe kommt. Also ist wirklich, es sieht wahrscheinlich nicht so steil aus, aber es ist wirklich sehr steil und technisch hier. Kein Anfängertrail oder auch für Fortgeschrittene schon fordern. Und jetzt haben wir diese Stufe und an dieser Stufe kann man das immer so schön demonstrieren. Ich werde jetzt, weil mir das echt schon zu heikel ist, nicht in der Fahr-Action machen, weil da will ich sauber fahren, sonst wird es mir zu gefährlich. Aber es ist wirklich oft so, dass Leute, ich mache es jetzt mal so vor, sehen dann hier die Stufe, machen dann vorher schon die Bewegung nach hinten und dann sind die Arme schon vor der Stufe gerade und dann, wenn das Vorderrad dann abkippt, dann werden sie so mitgenommen. Und dann funktioniert die Körper-Bike-Trennung nicht. Dann ist das eine Einheit. Das Rad geht in die Steilheit und reißt dich mit. Du fühlst dich sehr als Passagier. Was du halt normal machen solltest, wenn du sauber fahren willst, du machst dich vor der Stufe, kurz vor der Stufe erst, schön klein. Und dann, wenn das Vorderrad abkippt, dann lässt du es abkippen. Die Arme werden länger. Der Sattel wandert unter dich nach vorne. Das sieht man bei diesen Kanten ganz, ganz deutlich. So, ich fahre es jetzt mal sauber vor. Ich denke mir, ihr habt das Prinzip verstanden. Das Missverständnis wäre zu sagen, oh, die Arme werden gerade, das darf er nicht, ist er hinter dem Sattel. Natürlich kann der Sattel unter mir nach vorne wandern, das ist genauso gewollt und auch sicherer und besser. Okay, jetzt ein bisschen doofe Anfahrt hier wegen den ganzen Felsen, aber wir machen das, ich bin ein bisschen erkältet, ihr hört das. Wir rocken das trotzdem und schaut mal auf meine Arme. Ich mache mich schön klein vorher und dann lasse ich mein Vorderrad runter, die Arme werden gerade, der Sattel wandert unter mir nach vorne, genauso muss es sein. Und wer so die ganze Zeit hängt, der wird so mitgerissen. Wer so schon vorher hängt, wird mitgerissen. Geht auch, ist aber unangenehm und suboptimal. Also, vorher klein machen und dann das Vorderrad runter. Der Sattel wandert nach vorne, funktioniert. Ich verlinke jetzt nochmal unter das Video die Themen mit der hängenden Ferse, Vorderfuß hängende Ferse, dass man vermeiden sollte, den Druck am Lenker zu haben. In so steilen Stellen ist es nicht ganz vermeidbar, je nachdem wie es jetzt gerade ist. Man spürt immer so ein bisschen Druck, aber das Problem ist, dass viele halt wirklich viel Körpergewicht aufstützend auf den Lenker haben und dann arbeitest du gegen die Hindernisse, gegen die Physik und das Missverständnis, was da halt ist. Dass die Leute nicht wissen, ich kann auch Gewicht aus Vorderrad bringen, mich ein bisschen nach vorne bewegen. Minimalste Bewegungen am Körper reichen schon, ohne dass ich mich dabei auf den Lenker stützen muss.
Das ist wirklich gut möglich. Das müsst ihr mal testen. Mit hängender Ferse. Ich habe ein paar Kommentare mehr jetzt gekriegt. Niemand würde im richtig steilen die Arme auch mal geradere machen. Ich sage ja nicht, dass, wie gesagt, dass man die irgendwie einlocken soll und das Gelenk ist starr. Aber wenn es richtig steil ist, dann werden ja auch die Arme mal kurz gerade. Und ein bisschen, man hat immer noch volle Kontrolle und wenn irgendein Schlag kommt, kann man den noch abfedern. Und es kann mal so sein, mal so. Es ist nicht schwarz-weiß. Nur es ist halt gut möglich, dass man den Arm mal gerade hat. Dann hat man vielleicht mal so ein bisschen gebeugt. Da ist eine große Vielfalt, großer Spielraum drin. Ich fahre jetzt dieses mega steile Ding und versuche mein Gewicht schön auf den Füßen zu lassen, obwohl es richtig schön steil ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mal ein paar Kommentare da, was ihr dazu denkt, wie ihr das fühlt. Und bis dann, ciao!